Willkommen zurück bei Norland. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Mal haben wir Sklaven dazu bekommen. Und die Sklaven hier, die haben richtig schlechte Laune. Und das ist ein Problem, denn das bedeutet, dass sie rebellieren könnten. Sie könnten abhauen, sie könnten versuchen, einen Aufstand anzuzetteln. Und deshalb bräuchten wir eigentlich schnellstmöglich Krieger. Das Problem ist jetzt, wir können keine eigenen Bauern rekrutieren, weil wir dafür noch einen Übungsplatz bräuchten. Ich zeige euch das mal. Krieger von Bauern, keinen. Wir bräuchten einen Übungsplatz dafür. Das bedeutet, wir könnten die Sklaven als Krieger rekrutieren. Wir sehen, die können alle nicht kämpfen. Das bringt uns ja gar nichts. Oder wir sagen, wir holen uns mal einen Söldner. Das könnten wir machen. Und sobald wir dann, ich glaube, 30 Bevölkerung haben, also 30 Bauern haben, können wir den Übungsplatz bauen. Dann wird er freigeschaltet. Und dann können wir auch eigene Krieger rekrutieren. Aber jetzt gerade ist das natürlich alles so ein bisschen eng. Entweder lassen wir sie frei. Oder wir kümmern uns darum, dass wir schnellstmöglich einen Krieger bekommen. Das Problem bei den Kriegern ist, dass sie wirklich eine Menge Zeit brauchen, bis sie da sind. Also es kann sein, dass die so zwischen 24 und 48 Stunden brauchen, bis sie da sind. Und sonst können wir halt einfach keinen Krieger aufstellen. Klar, Teklio, Stefan oder Mojo könnten eine Armee anführen, aber die können dann nicht auf Patrouille gehen, wie es Krieger könnten. Dann sind sie quasi als Anführer da und könnten irgendjemanden schlagen. Aber hier wirklich an der Flucht hindern, wird schwer. Demnach würde ich vorschlagen, weil das auch Waren sind und sie sich bisher gut verhalten haben, werden wir allen dreien die Freiheit schenken. Dann können wir uns das Geld für einen Söldner sparen, bekommen auch dann bald den Übungsplatz, um unsere Bauern auszubilden zu Kriegern und werden dann in Bälde neue Sklaven dazu bekommen und dann können wir die auch mit Patrouillen absichern. Das ist der Plan. Deshalb sage ich mal, Radibor, ich befreie dich. Wer macht das? Mojo. Luchebor, auch du wirst befreit. Von Stefan. Und Lubava, du wirst vom König höchst selbst befreit. Bei Mojo müssen wir vielleicht die Aufgabenkette so ein bisschen abändern. Nee, da wird die Befreiung auch wirklich nach vorne gestellt in der Liste. Das finde ich gut. Weil sonst haben wir, glaube ich, Probleme. Wenn die uns abhauen, das wäre blöd, weil wir brauchen jetzt, selbst wenn wir Söldner holen, viel Zeit. Die Söldner sind auch ein bisschen teurer als normale Krieger. Ich glaube, das ist gut, wenn wir sagen, komm, ihr werdet jetzt einmal befreit und werdet in den Stand der Bauernschaft erhoben. Ich glaube, das ist eine schöne Angelegenheit. Und wie fühlt ihr euch? Schlecht. Weil ihr obdachlos seid. Von der Sklaverei in die Obdachlosigkeit. Okay, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass sie in Depressionen verfallen, Nervenzusammenbrüche haben oder. Aber zumindest können sie nicht mehr abhauen und werden hoffentlich keine Revolte ansetteln können, weil die anderen sind ja zufrieden. Dann lass uns aber direkt ein neues Gebäude bauen für mehr Wohnraum. Lassen hier mal zwei Platz, glaube ich, oder? Eins, zwei. Dann können wir hier nämlich später noch eine Straße durchbauen, jetzt gerade nicht, aber später. Und hier unten wird auch der Altar fertiggestellt, damit unsere Leute endlich mal beten können. Oh, das Spiel bringt so viel Spaß. Was ist hier oben das Problem?
Achso, das hatten wir letztes Mal schon behoben. Die wussten nicht, was zu tun ist. Stefan sagt ihnen das jetzt. Und hier müssen wir natürlich wieder die Sklaven wegnehmen. Und das wird auch die Arbeitslosigkeit jetzt ein Stück weit bekämpfen. Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und wenn wir da mehr Platz haben, werden wir wahrscheinlich auch mehr Zuwanderer bekommen. Moto studiert das Schafott, damit wir den Kaiden bestrafen können. Also eigentlich sind wir auf einem sehr guten Weg und die Kaserne steht schon mal. Produktion von Bier könnten wir jetzt einstellen, weil wir jetzt ja gelernt haben, wie wir Bier produzieren. Hopfenfeld können wir bauen. Machen wir auch gleich. Und hier sehen wir das wunderschöne Fleckchen der Frömmigkeit. Brennende Totenschädel. Welch Gott wird hier verehrt? Ort der Zeremonien und der Verbrennungen. Och, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Es ist ja großartig. Stefan, sein Mann des Volkes. Der reiht sich natürlich ein. Ja, sein Mann des Volkes, ist ja klar. Okay. Theklius, was machst du gerade? Flaniert herum. Agnostiker. Jede Person kann zu einem Agnostiker werden. Es besteht eine höhere Chance für zufriedene Personen und jene, die einer Predigt des Zweifels im Tempel beigewohnt haben, selbst zu Agnostikern zu werden. Agnostiker haben einen konstanten negativen Gedanken. Alle Gedanken, die mit Frömmigkeit zusammenhängen, sind jedoch dreimal schwächer. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Theklius wieder zum Glauben findet. Dafür bräuchten wir dann wahrscheinlich einen Tempel und ein paar Predigten. Und wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir so lange hier nicht beim Altar waren. Der blutverströmte Theklius. Oh, dieser Kaide. Immer noch arbeitslos. Ja, ich habe kein Verständnis für die Kaiden. Insbesondere nicht, wenn sie innerhalb unserer Reihen wandern. Wir gucken mal ganz kurz auf People. Wir haben 3 Lords, 25 Einwohner, davon 22 Bauern. Cool, dann sehen wir hier nochmal Sklaven, Krieger und Vagabunden aufgelistet. Laune ist ganz gut. Kaiden ein. Hier würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir dann auch direkt den Kaiden auswählen könnten. 2 sind obdachlos, das ändern wir gleich. Und sehen wir auch, wie viele arbeitslos sind. Nee, tatsächlich sehen wir das gerade noch nicht. Okay. Das wäre natürlich auch nochmal ganz gut für uns. Wenn man da irgendwie eine coole Übersicht hätte, wie viele sind arbeitslos. Ich glaube, uns wird das hier gerade nicht ideal angezeigt. Das ist natürlich auch noch eine frühe Version, das ist klar. Aber das wäre natürlich schön, wenn wir das noch sehen würden. Theklius schaut sich die Statue an und denkt sich, eigentlich würde ich viel lieber Liebe machen. Woran denkt der? An eine abgeschlagene Hand? Was sind das hier für Gespräche? Ja, den geht's, glaube ich, allen ganz gut. Und es ist auch keiner mehr obdachlos. Ja, wunderbar. 8 neue Bewohner können auch jetzt dazukommen. Wir haben zwar keine Sklaven mehr, aber unterm Strich ist das, glaube ich, in Ordnung. Sehr schön. Dann
können wir jetzt gerne weitermachen. Also, ich würde gerne auch einstellen, dass wir Bier produzieren, bis wir 100 davon haben. Und dann brauchen wir natürlich noch weitere Felder. Angefangen vom Hopfenfeld. Aber wir brauchen auch ein Roggenfeld. Stefan, kannst du aushelfen kurz? Kannst du kurz aushelfen, Stefan? Kannst du einmal kurz gucken, ob du Roggen studieren kannst? Ich weiß, du hast viel zu tun. Klar. Aber der König muss sich erholen und essen. Es war aber auch eine sehr, sehr starke Wunde, die er sich zugezogen hat. Also Stefan, könntest du das vielleicht machen? Ich meine, du hast ja schon alles inspiziert, die Brauerei zwar gestern, aber das ist ja in Ordnung. Sehr gut, Stefan. Vielen Dank. Denn das Roggenfeld brauchen wir natürlich dann auch in naher Zukunft. Und wenn du dann fertig bist, Stefan, kannst du dich dann auch noch ums Hopfenfeld kümmern? Also nicht, dass du jetzt denkst, dass du ein bisschen zu sehr veranschlagt wirst, aber könntest du dich vielleicht noch dann ums Feld kümmern? Das wäre schön. Ich finde auch schön, dass die sich sagen, hey, wir haben hier zwar 4 Podeste, aber es macht schon am meisten Sinn, gemeinsam an einem zu stehen. Mojo denkt sich nur so, es ist mir ein bisschen zu viel, Nier. Ich gehe mal wieder. Alles klar. Hier wird fleißig gebaut. Ah, die Brauerei. Der fehlt es so ein bisschen an Steckrüben. Aber wir haben jetzt 2 Felder. Ich glaube, das passt. Mojo und Teklius haben heute ein Rendezvous. Ist wichtig, weil Mojo ja eine schwächende Loyalität hat. Auch aufgrund der zu schlechten Beziehung zum König. Und 2 neue Zuwanderer sind gekommen. Kein Kaide. Alles gut. Entwarnung. Und da kommen die nächsten Händler. Klar, wir könnten jetzt überlegen, entschuldigt bitte, wir könnten jetzt überlegen, ob wir weitere Sklaven holen, aber wir sollten erstmal Krieger schaffen, glaube ich. Bevor die wieder so schnell unglücklich werden. Und sobald dann Krieger da sind, dann werden wir die ganzen Felder mit Sklaven besetzen. Dann kann man quasi naja, ist ja erst 6. Schwangerschaftsmonat oder so. Dann können wir quasi die Leute, die hier arbeiten würden auf den Feldern, als Krieger aufstellen, die sich dann darum kümmern, dass die Sklaven hier nicht ausbüchsen oder so. Finde ich gar nicht so schlecht. Das passt eigentlich. Ja, und endlich zieht auch wieder Frömmigkeit ein in unsere Landen. Gerade als Herrscher ist es natürlich wichtig, dass unsere Leute der Religion verfallen, damit sie für uns kontrollierbar bleiben. Denn wir sind der Auserwählte. Um hier dieses Dorf anzuleiten. Geht's euch gut? Ich würde ganz gerne mal gucken, ob hier irgendwas. Ist wie bei Teklius wahrscheinlich. Schaut euch das mal an. Nee, da fehlt mir. Da fehlt mir ein Gedanke, aber nicht so schlimm. Und hier haben wir ja zumindest den Balken wieder aufgefüllt. Mojo wiederum hat hier eine lebensgefährliche
Erschöpfung. Tipp, sorge dafür, dass diese Person Zugang zu Alkohol hat. Nein! Die ist schwanger! Auf gar keinen Fall. Die darf jetzt schlafen. Oh oh. Ich glaube, sie ist hingefallen. Nee, sie ist gerade, oder? Ich weiß es nicht. Was ist los? Tiglius hat sich bei Stefan bedankt. Die Person kann sich nicht bewegen. Oh nein. Können wir sie irgendwie ins Bett bringen? Also brauchst auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste, ganz viel Ruhe jetzt. Du solltest eigentlich schlafen. Aber ich darf es dir nicht befehlen. Und du bist bewegungsunfähig. Das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, wir können gerade nichts machen. Wir schauen mal kurz zum Händler und beim Händler vorbei, was der so im Angebot hat. Also, Heilsalbe haben wir noch genügend. Das ist alles gut. Waffen eigentlich auch. Rüstung dürfen wir noch nicht kaufen. Da müssen wir die Beziehung zum Matriarchen ein bisschen verbessern. Kräuter und Hopfen. Könnten wir einkaufen, um schon mal ein bisschen was herzustellen. Oder Hopfen und Roggen. Wir haben ja noch keinen Roggen, oder? Es fehlt uns gerade an Roggen. Aber Hopfen werden wir bald selber herstellen. Bis Stefan Roggenfader studiert hat, könnten wir eigentlich Roggen einkaufen, damit schon ein bisschen Bier produziert werden kann. 30 Roggen zumindest schon mal. Ja, warum denn nicht? Ich glaube, da spricht auch nichts dagegen. Haben wir noch Geld für heilige Ringe? Wenn wir ein bisschen Mehl verkaufen, dann haben wir das. Wir werden ja auch durch das Roggenfeld bald selber Mehl produzieren können. Aber dann können wir jetzt hier noch ein bisschen zuschlagen. Zumindest nochmal 5 heilige Ringe kaufen. Ich glaube, das ist okay. Und dann bestätigen wir den Handel. Sehr schön. Ach so. Eine Sache müssen wir doch nochmal ganz kurz schauen. Tiglius, geh nochmal zurück. Welche Bücher hat er denn dabei? Ja, nur die Stufe 5 Bücher. Und bei den Sklaven haben wir uns dafür entschieden, dass wir die erstmal nicht... holen. Erstmal warten wir auf die Krieger. Ich glaube, das macht Sinn. Mojo, wie geht's dir? Tut nichts, du bist auch bewegungsunfähig. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um deine Ruhe. Kann dir nicht irgendjemand helfen? Ich glaube halt nicht, wenn ich auf Aktionen gehe. Adelstitel entziehen, zum Erben ernennen, die Krone übergeben. Belohnen, bedrohen, dem König schenken, unterrichten, Gemeinschaft. Das bringt gerade alles nichts. Ich hoffe, dass sie sich gleich irgendwie wieder bewegen kann. Weil erstmal ist sie auf sich alleine gestellt. So blöd das ist. Apropos unterrichten, können wir vielleicht Tiglius unterrichten. In Wirtschaft. Stefan als Lehrer ist jetzt vielleicht nicht das Beste.
Aber wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, oder? Machen das trotzdem mal. Vielleicht können die sich ja trotzdem ein bisschen was beibringen. Ja, die sind jetzt hier in unserem Lager. Wehe, ihr macht da was. Kann gut sein, dass die hier klauen. Aber dafür brauchen wir dann Krieger, die wir als Wachen einsetzen. Die können dann Patrouillen laufen und so. Ist ganz gut. Mojo, schläfst du? Widmet sich Tagträumen. Ja, immerhin ein bisschen Ruhe. Ich kann es ja bald wieder laufen. Das wäre ganz gut eigentlich. Okay. Es ist Mitternacht, Speerstunde. Alle müssen nach Hause. Und sie schläft jetzt. Zwar auf dem Boden, aber egal. Hauptsache, sie schläft. Aber die Ruhe geht nicht wirklich hoch, oder? Oh Mann. Das ist nicht gut. Schnaps haben wir noch ein bisschen. Bier geht natürlich runter, das ist klar. Hopfenfeld ist noch nicht ganz fertig gebaut. Und auch unser Gold geht natürlich immer weiter runter. Aber sobald wir Bier haben, so erhoffe ich es mir zumindest, werden wir einen deutlichen Anwachs haben an Gold, weil wir dann nämlich die Handelsrouten einrichten können. In diesem Zusammenhang könnte sich auch Teclius nochmal bald auf die Reise begeben. Und nochmal bei dem König vorbeischauen. Allgemein können wir nochmal auf die Weltkarte schauen, wie es hier eigentlich aussieht. Beim Kampf. Um die Windspitze. Drohne Vasalität. Na, das könnte passieren. In der Garnison sind nicht so viele Leute. Einmal Lantra, zwei Bogenschützen, ein Keulenträger. Also wenn der hier nicht große Unterstützung vom Mondsee bekommt, dann hat der Probleme. Aber Mondsee wird ebenfalls angegriffen von hier oben. Schaut euch das mal an. Waldbanditen. Nein, die greifen Waldbanditen an. Wartet mal. Etex Waldbanditenlager. Wer seid ihr denn? Ihr seid von Sterntal, da oben. Also hier hat sich einiges getan. Auf dem internationalen Parkett. Solange Hosenburg nicht in irgendwelche Kriege reingezogen wird, ist es, glaube ich, in Ordnung. Das ist erstmal für uns das Wichtigste. Aber ja, hier haben wir einen Trupp von Sterntal. Die greifen aber hier Banditen erstmal an. Okay. Interessant, was dort abgeht. Wir schauen aber trotzdem nochmal ganz kurz zu uns. Insbesondere deshalb, weil wir hier auch das Hopfenfeld fertigstellen wollen. Das ist schon zu 83% fertiggestellt. Dann können wir zumindest schon mal Hopfen herstellen und dann geht es in erster Linie um Stefan, der sich dann um das Wissen kümmern muss. Komm, nehmen wir das Wirtschaftsunterrichten weg. Dann kann er sich nämlich um das Roggenfeld kümmern. Und Teclius könnte eigentlich nochmal hier vorbeischauen bei Staubtal.
Also hier sehen wir natürlich Beziehung zu negativ. Da könnten wir sagen, ob wir vielleicht nochmal Zeit verbringen. Während dieser Zeit finden garantiert zwei tiefgründige Gespräche statt. Wie gut ist er denn gelaunt? Ah, geht so. Besuch des Gesandten könnten wir machen. Geschenk machen wir nicht. Ach, wir verbringen mal Zeit. Teglius, geh einfach mal hin und verbring mal ein bisschen Zeit mit deinen Nachbarn. Ich glaube, dass uns das weiterhelfen könnte. Damit sobald das Bier da ist, wir sofort in die Handelsverträge gehen können. Stefan, du hast noch nicht genug zu tun. Sag das doch gleich. Kümmer dich mal um das Hopfenfeld hier. Hier wird wieder gebraut ohne Ende. Das ist gut. Das gefällt mir. Weitermachen. Hier wird gebetet. Und das während der Arbeitszeiten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist mittlerweile der Keide unter Dach und Fach. Ist der Keide mittlerweile einer der Arbeiter? Ich sehe ihn gerade zumindest nicht hier herumschnüffeln. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Vielleicht arbeitet er mittlerweile. Wäre ja mal was. Aber ich sehe ihn gerade auch nicht. Da ist er. Arbeitslos. Der Keide. Wir müssen ganz schnell das Schafott zu Ende studieren. Mojo. Du kannst dich immer noch nicht bewegen. Sehe ich das richtig? Mojo, ich würde dir so gern helfen, aber ich kann einfach nicht. Ich würde dir so gerne helfen. Aber du liegst da einfach rum. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann gut verstehen, dass deine Laune gerade nicht so gut ist. Ich kann es sehr gut verstehen. Oh nein. Königliche Ambition. Der König beschließt, dass es an der Zeit ist, jene Ambition zu verlautbaren, welche die Zukunft deiner Adelsfamilie bestimmen werden. Jetzt wird spannend. Fruchtbar. Je mehr Bevölkerung, desto mehr Stärke. Erhöhe die Bevölkerung der Provinz um 67 Einwohner. Das wird empfohlen vom Spiel. Oder Eroberer. Macht sichert das Wohlergehen der Dynastie. Füge deinem Königreich 3 Vasallen hinzu. Die Waren sind eigentlich nicht kriegerisch, die stehen schon für Frieden, auch wenn sie andere Kulturen eher verhassen. Wir werden sicherlich noch Krieg führen gegen die verhassten Keiden, aber jetzt groß auf Eroberungszüge zu gehen, das ist nicht der Spielstil eines Waren. Einiger, wir sind nur stark, wenn wir uns gegenseitig helfen. Erweitere deine Allianz der freien Städte auf 3 Provinzen. Könnte ich mir vorstellen, finde ich gar nicht so schlecht. Könnte passen. Wirtschafter. Die Wirtschaft entscheidet alles. Erreiche eine Tagesproduktion von Waren im Wert von 1727. Wir gehen mal mit fruchtbar, aber auch das Letztere wird natürlich durch die Fruchtbarkeit dann am Ende entstehen. Das ist ja klar. Wenn wir mehr Einwohner haben, mehr Ressourcen produzieren, dann passiert das schon. Eroberer werden wir wahrscheinlich nicht machen und einiger. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir das zumindest als Hauptziel haben sollten. Wenn es sich nicht ergibt, dann ergibt es sich halt nicht. Lieber die Stadt vergrößern. Das sollte unsere Ambition sein. Alle Könige haben Ambitionen. Wenn diese nicht verfolgt werden, beginnt sich der König mit der Zeit wie ein Versager zu fühlen. Kann er sie jedoch umsetzen, erhält er eine deutliche Moralsteigerung.
Und da sehen wir den Fortschritt von der Ambition Volksvater. Bin mal gespannt, ob er das erreichen wird. Sehr schön. Stefan ist, darf gleich dann weiter sich Wissen aneignen. Mojo macht mir extrem Sorgen. Die liegt da einfach nur rum. Man wird bald ein Baby gebären. Es tut mir so leid, dass wir dir nicht helfen können. Weil wir wollen ja auch, und das ist ja nicht unwichtig, wir wollen ja auch unbedingt, dass das Baby gesund und munter zur Welt kommt. Ja, geringe Erschöpfung haben wir von 7 Leuten. Aber ihr solltet doch alle in der Lage sein, Alkohol zu kaufen, oder? Schnaps, Bier, Steckrüben. Bekommt genügend Geld. Das sollte eigentlich passen. Sollte eigentlich passen. Klar, die Arbeitslosen. Klar. Die können sich keinen Schnaps leisten. Aber das sollen sie auch nicht. Krieger werden später auch 6 bekommen. Mindestens. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Teklius hat sich schick gemacht, hat sich in seine schönsten Gewänder reingeschmiegt und wird jetzt Staubteil besuchen. Seine Laune ist großartig. Und ich hoffe, dass er gute Gespräche haben wird. Westteilzeit-Tribut, 60 Holz, sehr gut. Weitermachen. Das sind hier die Dörfer bei uns. Und Mojo, du wirst bald dein Kind gebären. Ganz alleine. Wird dir jemand helfen? Vielleicht ja Mirona. Hast du ja geklaut, Mirona. Ich behalte dich im Auge. Warum hast du 16 Gold? Also, Mojo. Wir werden jetzt auf dein Kind warten. ...3,3 Stunden noch. Dann wird es soweit sein. Irgendwie geht die Zeit nicht runter. Aber es wird gleich soweit sein. Vielleicht hängt es auch, weil sie ja wirklich gerade sich nicht bewegen kann. Sie liegt da einfach bewegungsunfähig. Es tut mir so leid. Aber was sollen wir tun? Baue ein Holzfällerlager, ein weiteres, sagt das Spiel. Und die Schatzkammer ist bald leer. Ja, da müssen wir uns drum kümmern. Insbesondere durch die Bierproduktion. Deswegen brauchen wir unbedingt hier auch die Roggenfelder. Dass du das hier nicht so witzig findest, das verstehe ich. 40 Minuten noch. Vielleicht ist das hier wirklich angehalten. Eben weil sie sich nicht mehr auf die Geburt konzentrieren konnte. Und Teklius hat eine Aufgabe abgeschlossen. Zeit zusammen verbringen. Sehr gut. Ich hoffe, es hat gut funktioniert. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich befreundet mit dem König aus Staubtal. Und Windspitze hat unter dem Krieg gelitten. Als Konsequenz des Krieges in der Nachbarprovinz von Windspitze hat sich die Zuwanderung aus dieser Provinz erhöht. Die Flüchtlinge sind Angehörige der Maka-Kultur. Das ist für uns tatsächlich in Ordnung. Die heilige Karawane verkauft Kräuter, eine Ressource, die in dieser Provinz häufig gehandelt wird.
einige Tage lang um den doppelten Preis. Okay, gut zu wissen. Wir stellen ja selber noch keine Kräuter her, von daher brauchen wir das noch gar nicht. Das wissen wir jetzt tatsächlich nur, weil unser Teglius ein Talent da drin hat. Und spiegelt damit den wirtschaftlichen Einfluss des Krieges wider. Okay. Oder wir haben das jetzt so oder so erfahren mit dem erhöhten Preis der Kräuter, weil es einfach die Kriegsfolge ist. Es kann sein, dass wir das so oder so erfahren hätten. Aber wir erhalten ja so oder so auch immer wieder mal Informationen über die heilige Karawane durch die Talentfähigkeit von Teglius beim Handel. Sehr gut. Ausbildung verstanden. Wir gehen wieder zurück. Und Mojo, was ist passiert? Hast du ein Kind geboren? Was ist passiert? Ich muss alles wissen. Erwartet ein Kind? Ja, das wissen wir. Amraor. Das ist der Sohn. Amraor, wo bist du? Ich will dich sehen. Mein kleiner Frechdachs, da bist du. Amraor, das wird selbstverständlich nicht dein Name sein. Mein Kind. Und wahrscheinlich Erbe, früher oder später, wird heißen Serigo. Willkommen in der Königsfamilie, mein Sohn. Ach, wie wunderschön. Serigo, mein Sohn. Er ist da. Eigenschaften, Kind. Eine Person, die zwischen 0 und 13 Jahre alt ist. Das Kind lernt schnell, indem es Erwachsene beobachtet und täglich zufällige Fähigkeiten verbessert. Alle Personen unter 21 erlangen doppelt so viel Erfahrung aus Lektionen. Kinder können im Zuge ihres Heranwachsens positive und negative Charaktereigenschaften entwickeln. Je mehr Ausbildung sie erhalten, desto bessere Charaktereigenschaften entwickeln sie. Vom Alter von 6 Jahren an können Kinder Bücher lesen und kopieren. Cool. Serigo, du wirst unterrichtet wie ein Weltmeister. Das verspreche ich dir. Ein Sohn. Lebt er noch hier bei der Mutter? Gehe ich von aus, oder? Bist doch nicht obdachlos. Kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal ganz kurz. Hat eine herzhafte Mahlzeit. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass der obdachlos ist. Trotzdem können wir ja mal sagen, komm, wir bauen noch ein weiteres Adelshaus. Früher oder später brauchen wir das so oder so. Von daher ist das, glaube ich, okay. Hier bauen wir das so ein bisschen versetzt. Wieder drüber. Aber vielleicht in die andere Richtung, dass wir das so versetzen. Ja, dann sieht das auch alles so ein bisschen organischer aus. Das mag ich mal ganz gerne. Ein Kind wurde geboren. Amraor. Nein. Serigo ist sein Name. Ja, Mojo hat gesagt, sein Name ist Amraor. Kaum ist Teglius wieder in der Stadt, denkt er sich, was? Amraor? Hässlicher Name. Nein, er heißt Serigo. Hier sehen wir das nochmal. Da ist der Sohn. Hat noch keine Ringe, braucht er auch noch nicht. Und höchstwahrscheinlich wird er der Thronfolger. Höchstwahrscheinlich. Und Serigo hat ein Talent in Intelligenz. Das hat er von seiner Mutter geerbt. Finde ich gar nicht schlecht, aber auch er wird natürlich Handel ordentlich beigebracht bekommen. Sehr, sehr schön. Ein neuer, zukünftiger König ist geboren. Verneigt euch! Vor Serigo. Möchte Poesie lesen. Und schön, dass es Mojo so gut überstanden hat, nachdem es ja wirklich zwischendurch echt schlecht aussah.
ich würde mal sagen, geh erstmal relaxen. Also kümmere dich erstmal um dich. Hör auf zu studieren. Erstmal geht es darum. Ich meine, Stefan macht's ja auch. Ah, du hast heute nicht ganz so viel inspiziert. Lässt du nach, Stefan? Du hast doch nur 6 Betriebe, um du dich kümmern musst. Das ist doch nichts. Stefan, komm. Plus die Wissensaneignung. Plus den König unterrichten. Ja, da erwarte ich schon ein bisschen mehr vom noch jetzigen Thronfolger. Nein, der macht hier wirklich eine tolle Arbeit und verbreitet Gerüchte über Mojo. Was passiert hier? Bei Serigo. Ey, deine Mutter übrigens, ne? Also sind wirklich ganz schlimme Dinge passiert. Gott. Teclius ist zurückgekehrt. Das freut mich. Bau ein Holzfällerlager, wird uns weiterhin gesagt. Also da ist jetzt die Frage, brauchen wir wirklich mehr Holz? Wir haben ja ganz gut Holz. Ich glaube, momentan haben wir es noch nicht so super notwendig, um hier unbedingt noch einen zweiten zu bauen. Ich meine, wir haben den ja auch verbessert. Wir haben den ja aufgewertet. Und da ist es okay, glaube ich. Sehr schön. Also. Der nächste Tag ist vorbei und für uns ist jetzt super wichtig, dass das Roggenfeld vorangeht und voranschreitet. Damit wir das am nächsten Tag bauen können und wir dann in die Bierproduktion gehen können. Und im besten Fall werden wir uns dann auch hier in ein Handelsabkommen bewegen. Ja, Setrakor würde 12 Bier täglich abkaufen für 132 Gold. Finde ich gar nicht schlecht. Und die Kirche würde eine Vermittlungsgebühr von 150 Gold nehmen wollen. Wir können das, glaube ich, jetzt schon beginnen, oder? Nehmen wir einen Boten dafür. Wenn der König für den Boten oder je nachdem, wen wir dorthin schicken, schwärmt, könnte sogar sein, dass wir einen erheblichen Rabatt bekommen. Das ist natürlich auch super. Ja, dann kann das gerne ein Bote machen. Der ist ja nicht besser als der König. Ach nee, das ist Chefsache. Das ist Chefsache, komm. Teclius. Nee, wartet mal. Kauft Bier. Abbruch. Verkauft Eisen. Als Teil des Handelsabkommens wird Setrakor dir anbieten, täglich 6 Eisen zu verkaufen. Nee, das ist schon richtig, was wir gemacht haben. Das ist nur komisch dargestellt, weil jetzt hier steht, Teclius kauft Bier. Was aber natürlich heißt, Teclius führt die Aktion aus, dass Staubtal Bier kauft. Okay. Bei der Statistik wird uns jetzt noch ein bisschen was angezeigt. Wunderbar, aber das brauchen wir gerade nicht. Wichtiger für uns ist, dass wir mittlerweile genügend Einwohner haben, um so langsam Richtung Übungsplatz zu gehen. Schaut mal, wenn wir jetzt hier mal nachschauen beim Wissen, dann müsste der Übungsplatz eigentlich
müsste eigentlich freigeschaltet sein. Das heißt, dass wir hier jetzt das Buch kaufen können, um im Übungsgelände dann zu platzieren. Das ist sehr gut. Dadurch, dass wir jetzt 30 Einwohner haben, haben wir welche, die obdachlos sind? Tatsächlich nicht. Okay, wunderbar. Immer noch nur ein Kaiden. Wir werden dafür sorgen, dass dies auch nicht mehr wird. Ja, Serigo schläft wie erwartet bei der Mutter. Macht ja auch am meisten Sinn. Ist ja auch erst 0 Jahre alt. Kleinkind. So, 6 Uhr. Das heißt, die ersten Leute stehen auf. Die ersten übermotivierten Leute. Um 7 Uhr wird es dann spätestens für alle was werden. Alle stehen auf. Ich glaube, der hat gar keine Lust, dass jetzt ein Kind da ist. Mittelmäßige Erschöpfung. Warum seid ihr so erschöpft? Warum seid ihr so erschöpft? Ihr habt doch genügend Bier und Schnaps. Das verstehe ich nicht. Die Taverne müsste doch eigentlich ausreichen, dass ihr euch erholen könnt. Ja, wobei man sagen muss, die meisten haben auch genügend Ruhe. Die meisten haben auch genügend Ruhe. Okay, alles klar. Der Traum des Imperators, die letzte Schlacht. Heute Nacht erschien mir der letzte Imperator Maximilian im Traum. Die liebende Familie hat mich verraten. Sie haben sich von den Lehren der Mutter Sophia losgesagt, um den purpurnen Thron zu erobern. Deine Familie, meine Nachkommen und dein Schicksal, die Kirche herauszufordern. Meine Burg zurückzuerobern und ein neues Reich zu begründen. Doch erst musst du Norland einen. Sei es durch Schwert oder Feder. Es scheint, ich kenne nun die Bestimmung unseres Hauses. Vereinige 15 Provinzen von Norland unter deiner Herrschaft. Entweder als König eines Vasallenstaates oder als Anführer der Allianz der Freien Städte. Erkläre dich selbst zum neuen Herrscher und fordere die Inquisition der Kirche heraus, um den Stein des Glaubens zu erobern und den purpurnen Thron für dich zu beanspruchen. Schauen wir mal, ob wir das erreichen werden. Erstmal wollen wir uns natürlich um unser kleines Königreich hier kümmern. Ob Teclius in seiner Amtszeit schafft, 15 Provinzen einzunehmen oder zu vereinen und dann hier die Matriarchin herauszufordern, den purpurnen Thron zu besteigen, nicht nur als König, sondern als Imperator. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht daran, dass Teclius das schafft. Vielleicht ja sein Sohn, Serigo. Aber hier wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Stefan hat eine Laune von 52, Mojo von 69. Was ist hier das Problem? Ja, Stefan braucht mal ein Rendezvous. Darum werden wir uns kümmern müssen. Aber das, meine Lieben, nicht mehr heute. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst dem Ganzen noch ein Like da. Im ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Shop-Partner-Link, wodurch ihr das Spiel ein wenig vergünstigt kaufen könnt. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder.